Hallo und herzlich willkommen beim Science Lab. Ich bin der Mike und dieses Mal habe ich euch die Caro mitgebracht. Hallo, wir möchten euch zeigen, wie sich Tiere im Laufe der Evolution an das Leben im Wasser angepasst haben. Habt ihr eine Idee, warum Fische so aussehen, wie sie aussehen und wie Natur es schafft, dass sich Organismen an ihre Umwelt anpassen? Mit diesem Video möchten wir euch helfen, all das zu verstehen. Kein Lebensraum gleicht dem anderen. In einem Wald ist der Boden feucht und schattig, in der Savanne ist er trocken und heiß. An einem Hang ist es windig und steil und in einer Höhle wird es nicht richtig hell. Es gibt jedoch einen Lebensraum, der sich grundlegend von allen anderen unterscheidet, das Wasser. Dank der Forschung wissen wir, dass das Leben vor Milliarden von Jahren im Wasser entstanden ist und erst später das Land für sich erobert hat. Aus einzelligen Organismen wurden Vielzeller, Bakterien, Pflanzen, Pilze und Tiere entstehen. Alles Leben geht vermutlich auf einen einzigen Ursprung zurück. Die Mechanismen, wie aus einem einzigen Zellprototyp so viele unterschiedliche Arten entstehen können, werden als Evolution bezeichnet. Diese ist unglaublich spannend und sehr vielseitig, geht aber auf ein einfaches Grundprinzip zurück: Survival of the fittest, das Überleben derjenigen, die am besten an ihre Umwelt angepasst sind. Stellen wir uns ein Feld vor, auf dem Feldhasen in drei unterschiedlichen Farben vorkommen: Grau, Braun und Weiß. Durch ihre Fellfarbe sind sie unterschiedlich gut getarnt. Ein Räuber, wie zum Beispiel ein Greifvogel, kann die weißen Hasen viel besser sehen und kann sie dadurch besser fangen. Die grauen Hasen sind am besten an ihre Umgebung angepasst und somit sehr gut getarnt. Sie werden vermutlich seltener gefressen und können sich besser vermehren. Langfristig wird es folglich mehr graue als weiße Hasen in diesem Lebensraum geben. Anders sieht es aus, wenn Schnee liegt. Dann sind die weißen Hasen besser getarnt und können sich daher eher durchsetzen. Dieser Mechanismus wird natürliche Selektion genannt und gilt nicht nur für das Aussehen. Individuen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben und sich fortzupflanzen. Durch die Weitergabe ihrer Gene geben sie auch ihre Merkmale, wie zum Beispiel die Fellfarbe, weiter, die sich somit durchsetzen kann. Moment mal, Caro. Was haben denn jetzt bunte Hasen mit Fischen zu tun? Gute Frage, Mike. Das Konzept, das wir gerade vorgestellt haben, kann an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden. Im Grunde geht es darum, dass ein Individuum Vorteile gegenüber anderen Individuen besitzt, die seine Überlebens- und Fortpflanzungschancen erhöhen. Ah, das heißt, ich muss erstmal gucken, wie und wo Fische eigentlich leben. Richtig. Ja gut, machen wir mal. Die allermeisten Fische leben im Wasser. Auch dort gibt es unterschiedliche Lebensräume. Diese unterscheiden sich jedoch grundlegend von allen Lebensräumen an Land. Für ein Leben im Wasser brauchen Fische einen speziellen Körperbau, der das ermöglicht. Sie benötigen, anders als wir, keine Luft zum Atmen, sondern nehmen den Sauerstoff direkt aus dem Wasser auf. Dazu besitzen sie Kiemen und in der Regel keine Lungen, so wie wir. Kiemenatmung ist schon anders als die Lungenatmung, die wir so alle kennen. Und weil sie so andersartig ist, lohnt es sich darüber mal ein eigenes Video zu machen. Das machen wir mal irgendwann demnächst für euch. Viele Fische besitzen ein Organ, das auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht wie eine Lunge, aber keine Lunge ist. Im oberen Teil ihres Körpers liegt ein luftgefülltes Säckchen, die Schwimmblase. Diese hilft dem Fisch unter anderem beim Auftrieb. Je mehr Luft der Fisch in die Schwimmblase pumpt, desto weiter wird er nach oben getrieben. Die Caro hat euch dafür mal ein Modell gebaut, wo sie euch diesen Vorgang demonstrieren kann. In dem Fisch ist ein Luftballon und der soll die Schwimmblase darstellen. Wenn man jetzt Luft hineinpustet, dann steigt der Fisch nach oben, wenn man sie ablässt, sinkt er wieder runter. Aber aufgepasst! Manche Fische, wie zum Beispiel Haie, Rochen oder Thunfische, besitzen keine Schwimmblase und müssen daher andersweitig für ihren Auftrieb sorgen. Zusätzlich haben die Fische noch ein weiteres besonderes Organ, das Seitenhirnorgan. Oftmals erkennt man schon mit bloßem Auge jede Menge kleine Poren, die in einer Linie an der Seite des Fisches angeordnet sind, daher auch der Name. Damit können die Fische feinste Druckunterschiede und Schwingungen wahrnehmen und das auch über weite Entfernungen. So erkennen die schon frühzeitig, ob andere Tiere in der Nähe sind, wie Beuteorganismen oder Räuber. Wenn man sich Fische genau anschaut, fällt jedoch auf, dass sie alle ziemlich ähnlich aussehen. Sie besitzen einen von vorne nach hinten langgestreckten Körper, der nach außen spitz zuläuft. Anstatt Armen und Beinen besitzen sie dünne, aber kräftige Flossen. Die meisten davon stehen parallel zur Körperachse oder können ganz eng an den Körper angelegt werden. Diese Körperform ist für Fische im Wasser von großem Vorteil, denn ihr Widerstand ist geringer und damit brauchen sie auch weniger Energie, um sich fortzubewegen. Und dass das wirklich so ist, das führen wir euch gleich in einem kleinen Experiment vor. Dazu gehen wir hier auf die Ökologische Rheinstation der Uni Köln. Hier wird rund um das Thema Organismen im Wasser geforscht. Und wenn ihr das Experiment zu Hause oder in der Schule mal nachmachen wollt, könnt ihr auch ein Fließgewässer bei euch in der Nähe aufsuchen. Dazu müsst ihr aber bitte vorsichtig sein. Hier stehen wir vor den Strömungskanälen auf der Ökologischen Rheinstation. Hier können wir immer eine ganz bestimmte Menge Wasser im Kreis pumpen und dadurch liegt dann auch immer eine ganz bestimmte Geschwindigkeit an.
Das ist von großem Vorteil für die Versuche, die wir jetzt für euch machen wollen. Für unseren Versuch brauchen wir 3 verschiedene Körper, mit denen wir euch zeigen wollen, wie groß deren Widerstand im Wasser ist. Da haben wir einen Würfel, eine Kugel und noch einen Fisch. An den Körpern ist ein Faden befestigt, an dem wir einen Newtonmeter hängen können. Dieses misst, wie stark der Körper an ihm zieht, wenn er in die Strömung gehalten wird. Je größer sein Widerstand, umso mehr wird er von der Strömung gezogen und umso stärker zieht er auch an dem Newtonmeter. Fangen wir mit dem Würfel an. Diese Körperform ist im Tierreich natürlich eher untypisch. Trotzdem, wir können hier messen, dass der Würfel mit einer Kraft von ca. 0,35 Newton plus minus ein bisschen an den Newtonmeter zieht. Machen wir weiter mit der Kugel. Diese Form wird schon ab und an im Tierreich gefunden, ist jedoch für die meisten Fische eher untypisch. Diese Kugel hier zieht mit ungefähr 0,15 Newton am Newtonmeter. Zuletzt schauen wir uns den Fisch an, der geometrisch am ehesten einer Spindel entspricht. Hier lesen wir gerade mal 0,1 Newton ab. Auffällig ist, dass der Fisch, also die Spindel, den geringsten Widerstand aufweist, abzulesen am geringsten Wert. Und das ist für Fische von großem Vorteil, denn je geringer ihr Widerstand im Wasser ist, umso weniger Energie brauchen sie auch, um sich vorwärts zu bewegen. Eine Würfelform wäre also für sie hochgradig ungeeignet. Diese Angepasstheit an Strömungsverhältnisse nennt man übrigens auch stromlinienförmig. Und übrigens, wenn ihr das mal irgendwann nachmachen wollt, es ist egal, wie schnell das Wasser fließt oder wie viele Newton angezeigt werden oder was auch immer. Das Prinzip ist immer dasselbe. Den Grund für die unterschiedlichen Widerstände von Körpern kann eine einfache App zeigen. Sie simuliert Strömungen, in die man alle erdenklichen Körper einzeichnen und das Verhalten der Strömung beobachten kann. Wir sehen, dass der Balken, das Dreieck und der Kreis alle unterschiedlich starke Verwirbelungen in der Strömung erzeugen. Sie lenken das Wasser stark um. An den Stellen, wo das Wasser vorne auf den Körper trifft, kann man erkennen, dass es sich staut, weil der Körper ihm den Weg versperrt. An dieser Stelle drückt das Wasser den Körper zurück. Das Wasser wird umgelenkt und umströmt den Körper an der Seite. Hinter dem Körper kommt es zu Verwirbelungen, bevor das Wasser in seine alten Bahnen zurückströmt. Betrachtet man den stromlinienförmigen Körper unten rechts, so fällt auf, dass das Wasser kaum gestaut oder umgelenkt wird. Aufgrund dessen sind auch die Verwirbelungen minimal. Dieser Körper ist am besten an die Strömung angepasst. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass er einem Fisch von oben ähnelt. Ihr habt heute eine ganze Menge über Fische gelernt und warum sie so aussehen, wie sie aussehen und wie sie sich an ihre Umgebungsbedingungen angepasst haben. Sie haben Kiemen und können dann damit auch im Wasser atmen. Und die Schwimmblase hilft ihnen dabei, energieeffizient aufsteigen und wieder nach unten sinken zu können. Jetzt haben nicht alle Fische eine Schwimmblase, okay? Aber die, die sie haben, nutzen sie auch, wie gerade eben erklärt. Zusätzlich hilft ihr auch noch beim Hören, ne, als akustischer Resonanzkörper im Wasser. Das Seitennierenorgan hilft dabei, über weite Strecken Bewegungen wahrnehmen zu können und Druckunterschiede registrieren zu können. Ja, die Stromlinienförmigkeit, ja klar. Ja, je geringer der Widerstand im Wasser ist, umso weniger Energie braucht man auch, um sich vorwärts zu bewegen. Aber das Ganze ist natürlich erst der Anfang, wenn man sich anschaut, wie vielfältig Fische auf der ganzen Welt aussehen. Der Bauplan und das Aussehen von Fischen sind ganz häufig Anpassungen an ihren Lebensraum. Und so kommt es, dass unterschiedliche Fische an unterschiedliche Lebensräume angepasst sind und ganz häufig auch nur in diesem Lebensraum vorkommen. Mike, vielleicht sollten wir darüber auch mal ein Video machen. Bin ich total dafür, denn es ist wirklich spannend, wie krass Fische aussehen können. Mega abgefahren. Machen wir auch noch. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Und wenn das so ist, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Da könnt ihr mal vorbeischauen, da gibt es noch ganz viele weitere Videos über viele naturwissenschaftliche Themen. Das Science Lab sagt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.